Ach, hallo Leute, ich habe gerade eben im Schießstand gerade eben perfekt gemacht. Hä, unglaublich, das war perfekt. Versprochen ist versprochen, da hast du deinen Gewinn. Oh. Da haben wir schon mal ein Herzteil gefunden. Wir brauchen noch drei Teile. Also drei Teile haben wir schon. Entschuldigung, für den Versprecher. So, wir haben... Müssten jetzt eigentlich alle Läden die Herzteile haben. Ich müsste mir natürlich jetzt auch keinen vergessen hier. Ne, ich müsste eigentlich alle jetzt haben. Siehe, da habe ich alle. Da habe ich. Und drüben bei den Degos habe ich. So. Wir machen heute wieder die Herzteile-Suche. Wir machen uns jetzt direkt auf den Weg zum nächsten Herzteil. Ja, ich werde Dego-Formen da, Dego. Der kleine, der große Dego-Freund. Entschuldigung. Wir wollen als Krone mal zum Pikebenia nochmal hin. Weil ich habe da ein Herzteil. Aua, ein Herzteil übersehen. Au, 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 au. Was willst du denn, du Knödel? Hör auf, du. Quatsch. Nee, warte, ist richtig. Das war jetzt mein Fehler. Ich war jetzt, hab mich jetzt selber ein bisschen irritiert. Verzeiht. Ist ein bisschen, gerade von meinem Dachgeschoss gerade wieder ein bisschen heiß, also entschuldige ich mich nochmal voraus für eventuelle kleine Sprachfehler von meinerseits, weil ich mich gerade übelst hier um Dachgeschoss mehr abschwitze hier. Aber mich ordentlich mit Kaltgetränken hier zubombe und ja. Ich glaube, man kann nichts schief gehen, außer dass ich Depp jetzt vergessen habe, mir Herzen. Ich sage, das heißt, ich rede heute ein bisschen bekloppt. Das ist jetzt gerade leider mal so. Nichtsdestotrotz, ich brauche Pfeile, weil ich muss ja da hinten ja den Zapfen runterhauen. Ich könnte ja eigentlich auch mit dem Liter schwingen rübergehen. Oh, haben wir hier Pfeile? Nein. Ich brauche Pfeile, keine Bomben, ihr Heinis. Jetzt kriegst du hier keine Pfeile hier. Ich glaube, takt. Was kriegst du hier immer so zugeworfen aus den Büschen? Kriegen wir hier Pfeile raus? Wartet. Warum kriege ich jetzt nur Bomben hier? Hallo? Ja, toll. Wir haben ein kleines Pfeilproblem hier gerade, wie wir sehen. Ah, jetzt sind die Pfeile da. Da sind die Pfeile, die wir brauchen. Platz da, du Räume. Irgendwas hat es da explodiert. Ach, da war einer von den Ratten. Moment, jetzt muss ich eben genau zielen. So. Ja. Hat wohl noch nicht gereicht. Soll ich schwimmen? Jetzt können wir darüber. In aller Frische. Und zwar muss ich nochmal. Wo genau müsste ich jetzt nochmal hin? Aua. Ich müsste jetzt mal nochmal zu dem einen Weg, wo ich normalerweise zum Pikebenia kam. Ich meine, da auf einer der Seiten habe ich vergessen, meine Augen aufzuhalten, weil da war nämlich auch ein Herzteil. Den werden wir uns nämlich jetzt gleich holen. Schade, die Kurve nicht gekriegt. Nicht so schlimm. Ich roll mich hier einfach ganz relaxed hier hoch. Platz da, Kartoffelbrei. Ne, bahnfrei Kartoffelbrei. Oh. Mal wegboxen. Oh, ne, den wollte ich auch nicht haben. Brauche ich nicht. Hüpf. 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 Komm, die Krone. Wieso wollte ich schon wieder Deko sagen? Heute ist aber echt was mit mir. Deko und Krone. Immer jetzt Rollentausch. Wir sind jetzt der große Deko-Link, ne? Kappa. So, Link rechts war jetzt der Rondorf,
Da wollen wir aber nicht hin, wir wollen nicht hier hin, weil ich meine zu behaupten, hier waren nämlich noch ein paar Herzteile zu holen. Ja, da hinten, ich sehe es, da der Berg da oben. Platz da! Oh, oh mein Gott! Oh mein... Wow, was war das für ein Slide von mir? Oh, jetzt wird's aber langsam ein bisschen peinlich hier. Ja. Alarmfall wird schwer. Oh Gott, ich sehe gerade meine Herzleiste. Meine Herzleiste, sag ich schon. Meine Magie, Energie wird langsam knapp. Oh, müsste ich so vorbeilaufen können. Oh, hier, genau. Da müsste ich mal kurz aufpassen. So. Einmal Auge der Wahrheit. Irgendwo. Ach, ich muss da weiter hoch, ne? Autsch. Wo muss ich denn? Ach, von ganz weiter hoch muss ich hin. Ja, super. Da gehe ich lieber als Corona da hoch. Weil das ist ein bisschen schneller. Nicht so gefährlich. Da war das hier. Ah, hier. Ah, wir nehmen. Oh, pass auf mich nicht dieses eklige Fieder holt. Oh, ich hab was vergessen. Ja, na, Taya sagt es mir gerade. Ich habe den Vogelscheuchenpolka vergessen. Ja, super. Ich bin wieder ein Held. Gut, dann mache ich kurz. Hol ich den mir mal eben. Und bin auch gleich auch sofort wieder hier. So. Ach, huch. Habt ihr mich erwischt? Verdammt. Ich hab noch gerade kurzen Abstecher gemacht zum nächsten Schießstand, gerade auszusehen. Und ja. Das gehen wir zum nächsten. Bewegt. Da hast du Kleiner. Jo, denk schön. Was? So. Und wir haben schon mal ein Herz mehr wieder. Ja, du, sag deinen Freunden, wenn sie wollen, können sie kommen. Wenn sie wollen, können sie kommen. Alles klar, nein. Wie ihr seht, kann man hier an dem Zielstand auch den Herzteil kriegen. Wenn man perfekt hat. Aber ich glaube, müsst ihr, glaube ich, erst am ersten Tag dann noch schaffen. Wenn ihr den großen Köcher habt. Wohlgemerkt. Sprich, also, wenn ihr den großen Köcher schon habt. Ne, meine ich damit. Ne? Nehmen auch sei, wir uns fehlen jetzt noch insgesamt 8 Herzen. Fehlen uns jetzt noch insgesamt 8 Herzen. Ich sag nur 8 Herzen, weil 8. Ich bin jetzt mal der Meinung, 8 können wir jetzt hier insgesamt finden. Noch hier auf diesem Teil. Ein Herzcontainer kriegen wir ja noch durch einen der Tempel. Ja, und die anderen 4 restlichen Herzteile, die werden wir woanders erst entdecken. Nicht mehr auf Termania. So, nochmal alle Frische nochmal da hoch sausen. Was gerade so schön war. Ich muss jetzt mir gerade noch durch den Kopf gehen lassen, wo wir noch Herzteile jagen können. Also ich möchte ja jetzt langsam mal auch mit den Herzteilen Sucherei mal fertig werden, weil es ist so ein bisschen leicht nervig. Nervig. Aber ich muss jetzt gerade selber nochmal nachzählen. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie mich verwechsel, weil irgendwie gehen mir auch langsam die Plätze oder Herzteile sind so langsam aus dem Kopf aus. Nicht, dass ich da doch was verwechsel und doch zu viel rechne. Also wenn ich jetzt nochmal 4 sammle, dann habe ich ja nochmal ein Herz. Ja. So. Genau, dann habe ich... Kommt noch mal ein Herz dazu von den Herzcontainer. Dann habe ich. Ne, warte mal. Ich glaube, ich bin schon fast fertig. Ich glaube, ich habe mich verrechnet gerade ein bisschen. Kann es sein, dass ich mich doch verrechnet habe hier gerade? Ich überlege gerade. 1 kriegen wir jetzt gleich noch, wenn wir die Pferden finden. So, dann kommt. Dann kommt das Herzcontainerchen. Ne, doch.
Ich muss euch sagen, Majora's Mask ist das, ist, was ich so ein bisschen bemängle. Die Teile sind einfach zu viele Herzteile hier. Oh, das reicht. Und nochmal der Spaß. Oh Mann, ey. Ich hoffe, jetzt habe ich nichts vergessen. Müsste jetzt alles da sein, was wir bräuchten. So. Ach. So. Das hat uns nämlich gefehlt. Ich würde aber sagen, den halte ich trotzdem mal in den Hinterkopf, weil ich habe den Verdacht, den brauchen wir noch irgendwo woanders. Ein bisschen zu weit daneben. So, danke fürs Auffangen. Oh, User! Oh yeah! Ja, danke. So, unser nächster Weg wird jetzt sein... Wo würde ich jetzt noch überlegen, noch welche zu finden? Ich glaube, der einzige Ort, wo ich jetzt noch nachdenken kann, wäre der Ikana Canyon. Ein Herzteil werde ich vermutlich beim Start des, also des Erklimmen des Tempels mitnehmen, dann den letzten. Aber dafür muss ich noch die Urkunden alle wieder sammeln. Und ich werde ja vermutlich gleich zurechtschneiden, eventuell, und dann am Ende das reinhauen. Ja, ich überlege mir noch alles noch. Wir haben noch genug Zeit. Das ist noch alles okay hier. Ja, stimmt, ich habe ja die Zeit hier resettet. Die lasse ich jetzt nicht mehr an mich so. Ja, ich weiß, da ja. Bring ihn. Jener da drin, unser Freund. Bring ihn. Okay. Bleib von unserem Haus weg. Mein Vater ist keiner von euch. Ah, okay. Ja, ich mach das, will ich jetzt doppelt dreifach machen. Nee, ich warte jetzt erstmal damit. Ich warte damit noch. Was ich jetzt vorhaben sollte. Wir haben nämlich noch ein paar andere Dinge noch hier zu erledigen, hier in diesen Häusern. Es gibt nämlich noch ein paar tolle Sachen zu finden, außer... Euch Eierköppen, so. Was haben wir denn hier? So, Ziel oder der Geister warten auf ihre Ankunft. Dann gehen wir mal hier rein. Das Reich von Ikana wurde auf diesem Land erbaut. Seine Geschichte ist mit Dunkelheit befleckt und im Blut getränkt. Sogar jetzt noch versammeln sich die Geister jener hier, die keine Ruhe finden können. Jene, die hier sind, um den zu finden, der stärker ist als sie. Finden vielleicht die Stärke in der einer Gruppe von Geistern, deren unerfülltes Verlangen nicht mit ihnen starb? Sofern du Vertrauen in dein Geschick und deine Kraft hast, versuche, diese verlorenen Seelen zu retten. Hihihihi. Dennoch musst du den irdischen Preis von 30 Rubin bezahlen. So. Wirst du es tun? Das werde ich. Du bist voller Energie. Besiege die Gegner innerhalb des Zeitlevels, sodass ihre Seelen für immer in Frieden ruhen. Doch fällt deine Energie auf weniger als 3 Herzen, werde ich den Kampf abbrechen. Gnade ist das Mindeste, was ich bieten kann. Bist du bereit? I am. Schmiegeklinge, haut rein. So. Kurz so gehen. Dass ich sie nicht anvisiere. So, jetzt braucht der letzte noch. Oh, warte mal. Macht er jetzt den Move, den ich einen Verdacht habe?
Ja, er macht das. Den Trick kenne ich ja woanders ja schon, ne? Aber weißt du was, wenn du unbedingt so heiß drauf bist, will ich dich mal abkühlen. Ach man, Link. Oh, der geht mir dann sonst ziemlich auf den Zeiger. Okay, dann muss ich das anders machen. Augen auf. Viel zu lahmarschig, ich hätte sie schnell machen können. Scheint, als wenn ihre Seele nun geheilt. Ich überreiche dir das irdische Hab und Gut dieser Geister. Nimm es, Link. Obwohl auch nicht. Ja. Das ist doch dein Name, oder? Ich kann die Herzen der Menschen lesen. Ich wusste, dass du kommen würdest. Jetzt ist auch meine eigene Seele wieder geheilt. Hihihihi. Oh, guck mal, werde ich hier für sehen, hier, Alter. Hier. Ich bin ein richtiger Soul Healer hier. Jetzt überlege ich nur gerade unseren nächsten Weg. Von dir rede ich nicht, du Krähe. Okay, den Brunnen haben wir damals durchgecheckt, das weiß ich. Da gab es kein Herzteil mehr. Ich glaube, mir würde jetzt noch ein Ort einfallen, wo ich jetzt hingehen werde. Und zwar, da wäre nämlich hier rechts. Strom schnell mich lassen würden, was sie natürlich wieder nicht tun. Muss ich eben mal kurz den Hyperantrieb mal einwerfen im Wasser. Ja. Und zwar hier. Ja, kann man ja jetzt mir was lesen hier. Geheimer Schrein jenseits des Wasserfalls. Wir erwarten Herausforderungen selbstsicherer Besucher. Ja, klar. Und zwar finden wir die hier. Und ich muss wieder was besorgen, verdammt. Ich muss erstmal den Heidi da oben erstmal. Ups. Ja, danke, Spiel, dass du mich hier hinschmeißt. Oder reden wir hier gerade von einem Loch? Nee, ne? Na, nicht unbedingt. Warum müssen es wieder diese Dinger sein? Glaube ich, müsste, glaube ich, noch mal irgendwas Bestimmtes erledigen hier. Muss ich jetzt noch mal kurz Lied der Schwinge nehmen, warum ich das mache, weil ist nämlich der schnellere Weg jetzt, anstatt mich jetzt mit dem Fanghaken und Zoraform jetzt wieder zurückzubegeben. Das will ich persönlich zu lange Zeit. What time is it? Ja, wird es um so ein
Ja, die Zeit interessiert mich jetzt eigentlich nicht mehr großartig hier, uhrzeittechnisch, weil, kann ich euch sagen, weil wir brauchen jetzt eh nirgends mehr rein in irgendeinen Shop, von dem ich jetzt wüsste. Weil hier haben wir jetzt alle Shops ja so gesehen durch. Wo ich jetzt meines Wissens nach noch ein Herzteil kriegen könnte. Ja, bing. Ach, übrigens, ich glaube, es gibt auch noch einen anderen Trick hier. Wartet mal. Pass mal auf. Maske der Nacht, habe ich ja gesagt, der lässt uns ja nicht schlafen, ne? Und er will uns ja zum Schlafen bringen. Aber mal gucken, ob er uns damit zum Einschlafen bringt. Ja, dann probier mal dein Glück, du Heini. Ich überspringe mal unser Gespräch, weil das haben wir ja schon mal gehabt. Ja, er muss jetzt wieder mal vorspielen. Ich sehe du. Bla bla bla. So, jetzt einfach nur reinwechseln, soll es sein. Mal gucken. Aber ich will mal wissen, ob er das wirklich so sagt. Aber schlafe sanft zur Melodie der Stadt, die Dur der großen Kampagne. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich dachte, ich krieg kein Damage. Na gut. The rain, it's the fucking okay. So ein bisschen doof, wenn man manche Sachen nicht einfach überspringen kann, wenn man das schon längst erledigt hat. Aber naja, so ist das Spiel halt. So, ich habe einen kleinen Sprung gemacht und war nochmal ganz kurz hier bei Pamela und ihrem Vater, hab nochmal sie nochmal zurückverwandelt. Und ich habe mich beim letzten Mal ein bisschen blöd ausgedrückt und möchte nochmal sagen und nochmal darauf hinweisen, eine damalige Bekannte von mir hat dieses Lied damals nachgespielt auf Piano und habe dazu halt einen Link unten in die Beschreibung reingehauen. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut und so. Und das werde ich auch diesmal nicht vergessen, aber beim letzten Mal habe ich es nämlich vergessen, wo ich das rausgehauen habe, das Video. Das war ein bisschen, ja, hektisch von mir. Aber ist ja nicht schlimm. Kam, habe ich ja jetzt mal nachgeholt. Also diesmal ist der Link in der Beschreibung drin. Von der Person. Und gehst mir auf den Weg, du Krähe. So, jetzt nochmal schnell in der Luft. Wechsle ich schon mal zur Zora-Maske rüber. So. Ich hoffe, dass es jetzt reichte, um da hinzukommen. Ich wusste jetzt nicht, ob ich den Bruder nochmal hier... Autsch. Vielleicht nochmal zur Vernunft bringen muss, weil ich meines Wissens war, glaube ich, war er doch der Typ, der das, glaube ich, eröffnen musste, wenn ich mich noch so entsinne. Oder auch nicht. Ich glaube, ich brauche etwas Spezielles, um dieses Tor zu öffnen. Oh, dann brauche ich etwas anderes. Und das habe ich jetzt gerade nicht. Dann hat sich das jetzt auch gerade erledigt für mich gerade. Tofte. Dann muss ich jetzt mir mehr genau durch den Kopf gehen lassen nochmal. Wo gehe ich denn jetzt hin und besorge mir jetzt ein Herzteil auf die Schnelle? Lass mich überlegen gerade. Ich schau mal eben ganz kurz in meine kleine Liste, die ich mir hier gemacht habe, wo die Herzteile mal alle sind. Und gehe nochmal darüber, welche ich jetzt alle habe und welche nicht. Weil, wie gesagt, das spielt so viele Herzteile, da kommt man ein bisschen durcheinander, welche man hatte und welche jetzt nicht. So, ich bin mal kurz hier hingegangen, weil ich noch hier ein paar Truhen mal öffnen möchte, die mich neugierig gemacht haben. Hier war ja der Zwanni drin, aber ich meine, hier war doch noch irgendwo auch noch eine Truhe, die ich nicht beachtet hatte. Was ist denn mit der Truhe da oben? Da war da oben... Ne, wo ist denn hier eine Truhe noch gewesen? Ich meine zu behaupten... Wäre doch vielleicht noch irgendwo eine Truhe... Jedenfalls meine ich zu behaupten, ich hätte vermutlich auf dem Weg, wo ich normal durchgelaufen bin, verdammte Deko hier, Dekorana hier, meine ich zu behaupten, ich hätte vermutlich irgendwo ein Herzteil übersehen.
Jedenfalls ist mir jetzt auch mal wieder so eingefallen, man kann ja auch gewisse Löcher aber auch einfach finden, hier in dem Gras, hier in diesem hohen Gras, was man ja leider nicht wieder wegsäbeln kann. Leider, leider. Aber es gibt auch noch so eine andere Sache, die man beachten muss, um ein Loch hier zu finden, hier in den hohen Gräsern. Und zwar, ich erinnere mich ja noch, muss man hier ein bisschen Auge aufhalten nach Schmetterlingen oder Motten, wenn man sieht. Die, da zum Beispiel, ich glaube hier müsste ein Loch, ja, da ist sogar ein Loch. Ein Lächelein gefunden und hier ist Igitt. Oh. Ja, komm, verpfeif dich. Spür meine Schmirgelklinge. Da. Da, da, da. So, hier müsste sich eventuell noch ein Herzteil befinden. Da haben wir es. So, eins fehlt uns noch für ein ganzes Herzchen. So. Von einem weiß ich, eines weiß, ist geborgen für mich. Also die Ikana ist schon mal für uns erstmal tabu, leider, um das Herzteil zu holen. Aber ich meine doch zu behaupten, ich hätte, glaube ich, ein Herzteil übersehen. Ich weiß auch wo, eventuell. So was ähnliches wie bei dem Pikebenia-Fall. Dass ich eventuell da, wo der Sumpftempel ist, da auch noch ein Herzteil war und ich es nicht mitgenommen habe. Es könnte nämlich sehr gut sein, dass ich ihn da vergessen habe. Weil ich mir bestimmt eine Hektik, wo ich die Prinzessin zurückbringen wollte, nicht dran gedacht habe, das Teilchen mitzunehmen. Gehe ich mal sehr stark von aus, dass es daran lag. Wäre für mich meine einzige Erklärung. Du brauchst ja nicht zu gucken, du. Oh, hast du aber Schwein gehabt. Ja komm, zeig mal dein Köpfchen. Oh, ich brenne ich jetzt direkt nieder. Uhahaha. Nicht weg. Oh. Ja komm, zeig dich. Ja, was Schönes für dich. Wirst dich freuen. Dir ist doch bestimmt kalt da drin in diesem Gebüsch. So, warte mal. Ich glaube, da hinten habe ich aber auch was gehört und gesehen. Aber ich glaube, das Spiel zeigt mich jetzt nicht in die. Ja. Bist du, kleine Libelle, du? Okay, warte mal. Der hat Jimmy die Grille da hinten. War mal nicht so einen großen hier. Ich muss mal ein bisschen näher hin, damit ich ihn sehen kann. Ich will aber nicht runterplumpsen. Was? Oh, kleiner Lümmel, du. Na komm, zeig dein Käffchen. Jetzt aber. Okay, ich würde mir mal ganz kurz die Ego-Schale ins Gesicht werfen. Da wäre für mich jetzt die einzige Erklärung, welche, wie gesagt, Herzteile mir noch fehlen tun würden. La 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 la. Flap, flap, flap. Ja, könnte auch sein, dass ich ihn vergessen habe. Aber das werden wir jetzt gleich beantwortet bekommen, die Frage. Reicht noch, bis um dich zu kriegen.
Keine Energie mehr, aber ist nicht schlimm. Zack. Okay. Dann bitte lass es das jetzt da sein, was ich mir... Ah, nee, habe ich doch mitgenommen schon. Das ist natürlich jetzt belastend. Ich hätte gedacht, den hätte ich jetzt vergessen. Wo hatte ich jetzt noch einen eventuell vergessen? Also ich weiß, einen finden wir da, wo die Urkunde ist. Der eine ist da, wo ich jetzt gerade nicht reinkam, weil mir da was fehlt, um die Sonne zu erhellen. Und was fehlte mir, würde mir jetzt noch fehlen? Ja, ich gehe einfach hier durch. Hält er durch, alles gut. Wo fehlt mir jetzt noch ein Herzteil? Die Bank braucht noch ein paar Rubine, bis die gesprengt ist, weil ich muss noch 5000er sparen, das weiß ich. Hätte ich das Herzteil auch schon voll. Oh, hinterher jetzt die Urkunde. Genau, fehlt mir jetzt noch ein Herzteil. Also so gesehen wäre das jetzt das Endergebnis, wenn ich aus dem Tempel rauskommen würde. Weil mir fehlt dann höchstens dann, müsste ich noch drei, also vier Herzen insgesamt fehlen mir noch jetzt. Hinter der Urkunde. Urkunde jetzt. Die Bank. Einer fehlt mir. Die Frage ist, welcher war das jetzt? Wo habe ich jetzt ein Herzteil mich mitgenommen? Ich glaube, ich müsste nochmal in Termania mich nochmal umschauen. Ah, ich hatte manchmal... Deswegen, Mann, diese Herzteilsuche. Ich wusste, das passiert mir wieder. Dass es mir irgendein Herzteil jetzt wieder... nicht dabei ist. Ja, du guckst nur dämlich aus der Wäsche, ne? Du hässliches Teil da oben im Himmel. Ja, der Mann im Mond. Ja, ja, findest du dich toll, ne? Warte ab. Warte ab. Du Gruselfresser, du. Also ich werde mich nochmal kurz umschauen, Termania. Vielleicht habe ich ja irgendwo was übersehen. Moment mal kurz. Ich schaue mich mal nochmal ganz genau um im Termania. Wo ich eventuell ein Herzteil übersehen haben könnte. So, Leute, ich habe mich jetzt nochmal genau umgesehen. Ich mein, ja, damit bin ich jetzt gerade ein bisschen am Schlauch hier. Den Tim mit den Herzteilen gerade. Ich habe mich auch nochmal kurz meine ganzen Parts durchgeschaut, ob ich vielleicht eventuell mich mal verspeichert habe, dass ich den Part vielleicht vergessen habe oder vielleicht nicht gespeichert habe, dass ich die Herzteile nicht mitgenommen habe, aber ist auch nicht der Fall. Ich hatte jetzt schon ein bisschen Furcht gehabt, dass ich eventuell die Herzteile von den Shops, wo man jeden Tag gewinnen muss, eventuell nicht dabei waren. Aber Gott sei Dank war es aber so. Ich muss mir gar echt durch den Kopf gehen lassen, welche ich vergessen habe. Aber bis dahin nehmen wir uns erstmal das Herzteil jetzt hier zur Brust, hier, was wir da drüben haben. Verkaufe blaue Elixiere. Eigentlich möchte ich lieber ein Geschäft am Meer betreiben. Blablabla. Aber einfach so ein Geschäft eröffnen. Dazu braucht man die richtige Beziehung. Weißt, was ich meine? Yep, I know. Dafür habe ich jetzt diese Urkunde für dich. Ich habe... Oh, bitte, mein Traum könnte in Erfüllung gehen. Ich will sie nicht umsonst. Ich gebe dir IDs. Dann haben wir schon mal 200 Rubine. Es gibt keine Urkunde. Wir haben die Urkundenquest damit auch beendet hier. Sonnengebräuntes Schönheiten erwarten mich. Oder... wütende Zoras, die dich skalpieren, wenn du ihre Weiber anschaust. Das könnte vielleicht passieren. Aber nichtsdestotrotz jetzt gerade, bevor ich mich hier weiterhin bekloppt suche hier, hole ich jetzt dieses Herzteil und dann würde ich sagen, im nächsten Part fangen wir an mit dem Felsenturm-Tempel, auf den wir ja so lange warten. Ich werde aber vorher noch die Rubine wegbringen.
Wollen wir da hingehen? 200 Rubine kann ich eben schnell auch beschaffen. Ich weiß ja, wo ich die mir beschaffe. Da gehe ich einfach gleich hier bei der Milchstraße den Vogel wegpusten. Der lässt dann wieder 200 Rubine droppen. Dann habe ich wieder 500 voll. Und dann habe ich auch da bald das nächste Herzteil sicher. Dann fehlt mir noch eins. Der rennt ein, wo wir nicht gerade reinkamen heute. Ja, und so gesehen. Ja, zwei Herzteile, von denen ich jetzt gerade nicht weiß, wo sie jetzt gerade sind. Wo ich jetzt gerade ein bisschen hier auf der Unwissen gerade bin, wo die sein könnten. Vielleicht fällt es mir ja im Laufe der Zeit ja dann doch ein, wo sie vielleicht sein können, die ich vielleicht übersehen habe. Aber bis dahin mache ich jetzt ein paar zu Ende, bringe jetzt die Rubine weg und fange dann an mit den Felsenturmtempeln. Also Leute, bis zum nächsten Part dann. Bye bye, ciao.